Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Solo-Guide. Heute werden wir uns mit Colette beschäftigen auf der Map Feuerfels. Colette ist aber noch auf anderen Maps spielbar. Zu denen gehören Lush Poles und Doppelter Ärger. Colette ist aktuell sehr stark in der Solometer. Das liegt daran, dass sie unglaublich viel Schaden in kürzester Zeit verursachen kann, extremst effizient healen kann und die meisten Solo-Lobbys auch immer wieder mit ihr Team. Dementsprechend ist hier Rang 30 und Rang 35 auf jeden Fall machbar. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Video. Fangen wir also wie immer mit der Ausrüstung an. Und zwar werden wir natürlich, wie ich das eben schon angedeutet habe, das zweite Gadget spielen, um uns effizient healen zu können. Gerade gegen Tanks ist das Gadget eine Wunderwaffe. Da brauchen wir einen einzigen Hit, um wieder Full HP zu sein. Daher einzige und dringende Empfehlung auf jeden Fall das zweite Gadget auf Colette. Bei der Star Power nehmen wir die erste Star Power. Ich persönlich spiele zwar gerne öfter mal die zweite, weil das Schild schon wirklich sehr viel Schaden blocken kann und gerade mit dem Gadget dann auch eine gute Kombination oftmals ist. Für Shaolin ist allerdings, muss man so sagen, die erste Star Power besser, da ihr gerade in der Endzone Brawler in die Zone kicken könnt. Und vor allem das Wichtigste, wenn ihr ultet, trefft ihr immer beide Hits mit der Colette Ulti. Ihr macht zweimal Schaden. Mit dem Schild kann es sein, dass ihr nur einmal trefft. Und mit der ersten Star Power habt ihr immer die Garantie, wenn ihr die Ulti trifft, dann trefft ihr auch zweimal. Sprich mehr Schaden. Ihr könnt Ultis abbrechen, zum Beispiel eine Karl-Ulti. Ganz wichtig zu erwähnen dabei aber, ihr könnt nicht alle Ultis abbrechen. Zum Beispiel, wenn ihr das mit einem Bull versucht. Bulls Super ist stärker als die Colette-Ulti. Dementsprechend könnt ihr Bulls Ulti nicht abbrechen. Dasselbe gilt dann auch für Brawler wie Fang. Der kann eure Ulti sogar mit einem Gadget abbrechen. Gears wieder schnell in einem Satz. Wir spielen definitiv Schild und Damage. Kommen wir also nun zur Strategie auf dieser Map. Da wir natürlich keinen Brawler wie Karl oder Bass sind, die ganz schnell in die Mitte kommen und Flächenschaden machen, um die ganzen Kisten aufzumachen, müssen wir uns mit Colette wieder auf die äußeren Kisten fokussieren. Dabei gibt es aber auch einen Trick, zum Beispiel, dass wir erst die Kisten, die etwas zentraler liegen, einsammeln und danach die Kisten, die ganz am Rand sind, damit uns die Kisten, die zentraler liegen, keiner wegschnappt. Das heißt, für die gehen wir zuerst. Und dann laufen wir nochmal zurück und holen die Kisten am Rand, wenn da noch welche sind. Da man so in der Regel immer mehr Kisten hat als andersrum. Dann werden wir in die Mitte rotieren, uns ein Team suchen, bestenfalls auch Ult Farm. Und dann erstmal die unbeliebten Brawler rausteamen. Und wenn wir stark genug sind, können wir sogar überlegen, ob wir unsere eigenen Teammates nicht sogar schon backstabben. Damit wir mehr Cubes haben, stärker sind und eine viel höhere Chance auf den Sieg am Ende des Spiels haben. Teamen könnt ihr an sich mit jedem, mit Jean, Janet, Colette und so weiter. Das sollte in der Regel kein Problem sein. Achtet nur darauf, dass ihr jetzt nicht vielleicht mit einem Jean teamt, der 7 Cubes hat, wenn ihr nur einen habt, weil das kann ganz schnell mal nach hinten losgehen. Der backstabt euch einfach und dann war es das mit dem Game. Und nicht teamen solltet ihr dann in der Regel mit Assassinen, zum Beispiel Edgar, Stu oder halt jegliche Form von Tanks, weil ihr mit Colette sowieso super stark gegen Tanks seid. Mit dem braucht ihr im Normalfall gar nicht Team. Ausnahmen sind, wenn ihr zum Beispiel, wenn ihr nicht in die Mitte kommt und da irgendwie 5 Janets stehen, die keine Lust auf euch haben, dann könnt ihr mit Tanks Team und schauen, ob ihr so irgendwie in die Top 3 kommt, um irgendwie Platzierungen gut zu machen. Dann könnt ihr immer mit unbeliebten Brawlern Team, aber seid trotzdem immer vorsichtig. So, als allererstes zeige ich euch, wie ihr mit Colette am besten backstabben könnt. Das ist ganz simpel. Und zwar werdet ihr einfach zweimal einen normalen Auto-Attack machen und danach direkt drauf ulten. Zum Beispiel hier, zack, zack, Ulti und der Gegner ist sofort tot. Das klappt mit den meisten Brawlern, auch mit Janet oder mit Tanks zum Beispiel, die sehr viele Leben haben. Sehr simpel. Mit Colette lässt sich super easy backstabben. Also als nächstes werde ich euch erklären, wie ihr das Gadget richtig benutzt. Spammt das nicht einfach so und vor allem benutzt es nicht, wenn ihr volle Leben habt. Und schießt euren Gegner vor allem auch noch nicht an, wenn ihr volle Leben habt. Fabian wird mich jetzt angreifen, ich zeige euch das einmal. Jetzt benutzen wir das Gadget. Denn wie ihr seht, hat Fabian schon mal 2 Attacks draußen. Und dann fangen wir erst an, uns zu healen, damit wir eben auch profitieren davon. Ich zeige euch einmal, wie ihr das nicht machen sollt. Fabian wird mich jetzt wieder angreifen. Wenn wir jetzt erst Gadget drücken, also viel zu spät, merkt ihr schon, so bringt dann gar nichts mehr. Selbst wenn wir ihn jetzt noch angehittet hätten, hätten wir vielleicht 500 Leben oder so geheilt. Das bringt uns nichts. Dementsprechend Heal Gear smart und clever einsetzen. So, wir sind jetzt in der ersten Runde. Haben wir oben direkt 2 Kisten. Versuchen erst die zentraleren Kisten zu holen. Auch wenn der Jean uns jetzt sowieso schon die äußere Kiste weggeschnappt hat.
da wir wissen, dass in der Mitte ein Bass ist und Bass uns countert mit seiner Ulti, werden wir jetzt anfangen, schon mal unsere Ult zu farmen. Genau, Jean war jetzt ein bisschen sus. Dann wir fast schon wieder nach dem Kill aus hier. Bitte versucht uns zu killen. Ich habe leider nicht aufgepasst, welche Brawler jetzt unten links down sind. Das solltet ihr auf jeden Fall immer machen. Damit ihr zum Beispiel wisst, ob jetzt noch der Bass beispielsweise in der Mitte ist. Und jetzt fangen schon die ersten an, gegen uns zu teamen. Es liegt daran, dass wir nicht schnell genug in der Mitte waren. Trotzdem ist das Game alles andere als verloren. Hier ist noch alles drin. Wir müssen nur aufpassen, dass wir jetzt nicht die ganze Zeit so auf die Mütze kriegen hier von den Karls. Der Jean hält sich auch sehr zurück bisher. Kommt jetzt endlich mal zu Hilfe, das ist ganz gut. Und jetzt können wir anfangen, hier Druck auf die Mitte auszuüben. Jetzt müssen wir hier aufpassen, der Luz. Sehr gefährlich. Macht der Lu gar nicht mal so dumm. Der Lu carried die Leute in der Mitte gerade. Das ist schlecht für uns. Aber dennoch noch nicht verloren. Brauchen gleich ein gutes Gadget. So, das ist ganz gut für uns. Und jetzt können wir im Endeffekt einfach auf Draw spielen. Hat auch funktioniert, glaube ich. Ja, und dann mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück, ich meine, ist jetzt im Endeffekt egal, ob wir Erster oder Zweiter werden. Wären wir Zweiter geworden, hätte es ja trotzdem plus 5 Pokale gegeben. Würde ich mal sagen, das war jetzt Glück im Unglück. Trotzdem lustige Runde, schon mal ganz gut geeignet. Erster Platz. Und ja, im Endeffekt, warum das Game überhaupt erst so schwierig wurde, liegt an den Lu, da der mit seiner Ulti extrem viel Druck auf uns aufbauen konnte und rechts runtergelaufen ist. Das heißt, wir hatten keine andere Wahl. Wir mussten nach links weg und haben dann einfach so lange gedodged, bis irgendwas passiert. Und dann ist auch was passiert, und zwar die Colette hat gepanickt, hat Gadget gedrückt, ist reingeultet. Das war dann unser Time to Shine. Jean killt sie, wir killen Jean, auch wenn wir unsere Ult an der Stelle verkackt haben. Also für das Game wäre es jetzt zum Beispiel besser gewesen, hätten wir Schild gehabt. Weil ich habe extra gegen die Wand geultet, damit wir nicht irgendwie in die Zone fliegen oder so. Dann hätten wir sogar ein Schild gehabt, hätten also mehr Damage tanken können. Was auch der Grund ist, warum ich persönlich lieber Schild spiele. Aber im Normalfall trotzdem die Star Power hier besser. Gerade auch habt ihr dann gegen den Lu gesehen, ich konnte den Lu nach oben drücken. Das heißt, hatte dann die untere Hälfte für mich allein, was sehr gut war. Und damit ab ins nächste Game. Jetzt also im zweiten Game. Haben außen zwei Kisten, schauen auch, dass wir die bestenfalls bekommen. Die in der Mitte werden entweder an den Karl oder an den Bass gehen. So, den können wir direkt mal killen. Ihr seht mit dem Gadget, ihr seid absolut OP. Wir haben uns so viel geheilt. Also kann man auch am Anfang easy mal einen 1v1 gewinnen. Den Bass müssen wir, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Der kann unsere Ult nämlich auch einfach canceln. Und schauen jetzt, dass wir den Bass hier bestenfalls noch down bekommen. Sehr gut. Teilen mit dem Crow. Und müssen gucken, dass wir den anderen Bass auch noch irgendwie rausbekommen. Ja, er fällt sein Ult. Das ist perfekt für uns. Kommen leider nicht mehr dran, aber wir wissen, dass er keine Ult mehr hat. Das heißt, wir probieren mal etwas aggressiver hier zu spielen. Gut. Ah, ich denke, das ist eher eine schlechte Idee, deswegen lassen wir es mal lieber sein. Halten ihn auf Range. Das
jetzt nicht so gut für uns, aber ich denke, wir sollten keine Schwierigkeit mit ihm haben. Wir haben einen Dreier-Crow, mit dem wir teamen können, der auch stark gegen Bass ist. Den sollten wir dann im Normalfall keine Probleme bekommen. Ja, sehr gut. Geht auf den Gast drauf. Immer perfekt für uns. Die Jane ist schon mal raus. Top 3 ist uns sicher. Kicken den Bass hier raus. Deswegen spielen wir die andere Star Power. Hatten ein gutes Team mit dem Crow. Haben den Bass immer schön auf Range gehalten. Die Mitte kontrolliert. Das macht einfach die Erfahrung. Ihr werdet merken, sobald ihr einmal im Flow drin seid, sobald ihr einmal den Dreh raus habt, dann werden euch diese Lobbys auch deutlich einfacher fallen und Rang 35 ist eigentlich schon gar kein Problem mehr. Damit gucken wir uns jetzt nochmal eine zweite Map an, damit wir nicht nur Feuerfels haben, damit ihr auch noch einmal seht, wie das Ganze auf Lushpoles aussieht. Da wären wir auch schon. Wir gucken uns die Runde on stream an. Colette habe ich hier vor ein paar Tagen auf der Map gespielt. Und am Anfang natürlich alles wie gehabt. Erstmal ganz entspannt. Die ein oder andere Kiste aufmachen. Wir haben links den Primo. Da können wir direkt engagen, weil wir halt extrem stark gegen Tanks sind. Können ihn hier schon mal direkt hitten, unsere Ult an ihm farmen. Und ja, glücklicherweise kommt dann da nochmal ein Jean von unten. Und wir können den Cube ganz entspannt abstauben. Haben also auch schon direkt ein Team. Wie gesagt, Colette ist immer sehr populär eigentlich. Also da wird auch viel geteamt mit ihr. So, die typischen Brawler sind einfach Janet und Jean, Colette, mit den Teammann so generell auf solchen Maps. Das heißt, wir tun jetzt erstmal Zeit kaufen. Wir wollen natürlich, dass die Zone kleiner wird, damit wir dann unbeliebte Brawler rausfischen können. Und hier habe ich extra nicht mehr in den Busch geschossen, weil ich wusste, dass der Jean gleich in den Surge reinlaufen wird. Und das Surge sowieso, der Jean sowieso schon eine Bedrohung für uns ist, weil da auch zwei Jeans sind. Deswegen habe ich ihn da extra sterben lassen. Klingt ein bisschen brutal, aber war auf jeden Fall eine gute Entscheidung. Haben wir schon mal einen Konkurrenten weniger und wir werden den Surge sowieso killen. Jetzt zum Beispiel. Ich wusste, dass dem Jean das nicht gefallen wird, dass ich beide Cubes einsammle. Deswegen habe ich ihn direkt gebackstabbt. Zwei Hits plus Ulti, er ist sofort down. Das meine ich, Colette hat unfassbar viel Schaden. Dementsprechend ist die Runde an der Stelle schon fast gewonnen. Mit 8 Cubes jetzt. Nur noch Janet oben. Wir können im Endeffekt einfach nur warten, bis sie irgendwann auf uns draufläuft. Irgendwann muss sie kommen. Wir drücken Gadget. Schaut aber, dass ihr das Gadget erst drückt, sobald die Janet ein, zwei Hits auf euch gemacht habt. Damit ihr auch die ganzen HP von ihr absaugt. Nicht erst hitten und dann Gadget drücken, weil dann bekommt ihr auch weniger Heal. Jetzt seht ihr, ich spiele hier ein bisschen rum mit ihr. Also sie kann wirklich machen, was sie möchte. Wir drücken einfach auf unser Gadget. Sie kann nichts tun. Deswegen ist Colette auch so stark in Showdown. Und ihr seht, wenn man mit ein bisschen System, mit ein bisschen Strategie spielt, sind hier sämtliche Ränge absolut problemlos machbar. Und damit hoffe ich doch, dass der Guide euch weiterhelfen wird, dass ihr eure Colette Rang 30 oder Rang 35 schafft. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß beim Zuschauen. Schreibt mir gerne eure Brawler-Wünsche unten in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer Snake, Peace.